Okay, irgendwas Neues. Ich glaube nicht, ne? Was hat die denn eigentlich für eine Bewaffnung? Predator. Da können wir doch bestimmt irgendwas anderes reinschmeißen, Hier, die Bogenpistole zum Beispiel. Vielleicht mit Durchschlagsmod und Laufverlängerung. So wie meistens eben. Oder Großkaliberlauf heißt er hier, okay. Gut, und hier oben kriegst du das Impulsgewehr, so wie ich es auch hab, rein. Durchschlagsmod und die Laufverlängerung. Wunderbar. Na dann. Haben wir was an Punkten zu vergeben? Bei mir reicht es leider nicht ganz für die Schockwelle für die nächste Stufe. Aber hier können wir doch was machen. Gehen wir mal auf Aufspalten eher, würde ich vorschlagen. Kraftdauer oder Wirkungsradius? Ich glaube, ich gehe auf den Wirkungsradius. So, und bei Nairine? Biotischer Protektor. Ach, das ist bloß ein Schild einfach nur. Nee, ich glaube, da gehe ich lieber auf die Granate. Die ist doch mal ganz nützlich, wenn wir gegen Atlas und sowas kämpfen. So, Schaden oder Wirkungsradius? Nee, dann der Schaden lieber. Soll er so richtig gut reinhauen. Das finde ich positiv. Okay, los geht's. Schauen wir mal, was das für ein Gebiet ist, in das wir uns begeben. Wir erreichen eine der A0-Aufbereitungsanlagen. Sie wurde runtergefahren. Also müssen wir die Tür aufbrechen. Verstanden. Der Zugang zur Mine ist auf der anderen Seite. Und dahinter ist der Reaktor. Laut Plan schon. Ich habe Omega geführt, Nairine, nicht in den Minen gearbeitet. Nein. Dafür hattest du Zwangsarbeiter. Bei den Geistern. Ruhig. Die gehören alle zu Cerberus. Sie wurden in Stücke gerissen. Das gefällt mir nicht. Nairine weiß, wer das angerichtet hat. Deswegen gefällt sie nicht. Tja, sieht aus, als ob irgendwas hier deutlich überlegen war und Cerberus richtig in die Knie gezwungen hat. Man kann sich vielleicht schon denken, oder zumindest kann man eine böse Vorahnung hegen, was das denn war. Aber schauen wir uns mal um. Natürlich in der Dunkelheit. Denn hier gibt es keinen Strom momentan. Deswegen haben wir uns ja genau das Gebiet ausgesucht. Kein Strom, keine Barrieren. Mehr Tote. Das war ein Blutbad. Ich habe ein ungutes Gefühl. Wir sollten nicht. Still. Was ist das? Die Frage ist, von wo kommt das? Oh nein. Der General muss den Bereich abgeriegelt haben, um ihn drinnen zu halten. Gut, dann lernen wir die Adjutanten früher kennen, als uns lieb sein kann. Die Frage ist, wo verstecken sie sich? Das klingt nicht bloß nach einem Adjutanten. Ich glaube, ich bin gerade wieder zurückgegangen, kann das sein? Wo muss ich denn lang? Oder muss ich doch hier oben lang? Nee, ich bin im Kreis gegangen, ne? Ja, hier ist der Eingang, durch den wir gekommen sind. Ups. Na gut, dann auf ein neues. Hier geht's nicht lang, dann nehmen wir doch den Weg. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer noch im Kreis gehe. Sieht alles so gleich aus, das ist ja schrecklich. Die Leichen helfen mir auch nicht weiter, die liegen ja überall rum. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Nichts zu entdecken, außer weiteren ziemlich beunruhigenden Geräuschen. Okay. Ich glaube, hier werden wir auch kein Sofa finden gerade, oder? Hier oben ist nichts, okay. Der Fahrstuhl zu den Minen ist hinter dieser Tür. Sie ist deaktiviert. Dann müssen wir die Energie einschalten. Es muss hier irgendwo eine Hauptsicherung geben. Okay. Diese Kabel versorgen die Tür mit Strom. Wir sollten ihnen folgen.
Na, dann machen wir das doch mal. So, geht hier oben weiter, okay. Gehen wir doch auch mal nach oben. Vielleicht haben wir da einen besseren Ausblick. Gibt's hier oben irgendwas Besonderes für uns? Nee, ne? So, davon verlaufen die Kabel weiter. Kommen wir hier drüber? Natürlich nicht. Ach, wir können hier drauf. Alles klar. Gut, dass Area uns zeigt, wie es geht. Okay. Hüpf. Dankeschön. So. Das Flüstern zieht sich zurück. Vielleicht gefallen dem Adjutanten seine Chancen nicht. Sie scherzen. Einer von denen wird mit einem ganzen Trupp Soldaten fertig. Ah, die haben aber noch nicht uns kennengelernt. Diese Leiter runter. Ja, ich guck bloß gerade mal hier. Man muss ja immer mal links und rechts schauen. Ab in die Dunkelheit, na super. Okay, wo war denn jetzt diese Leitung? Das muss ich nochmal kurz schauen. Ich sehe sie nicht mehr, na toll. Ach so, hier ist es. Die Energiesteuerung. Alles klar. Wenn's vorbei ist, müssen wir ziemlich viel reparieren. Hoffentlich kommen die zivilen Bereiche zuerst dran. Du bist gnadenlos. Zumindest das haben wir gemeinsam. Bei den Geistern! Es geht los. Feuer frei! Marine, wach auf! Na gut. Barrieren, das ist unschön. Aber wir können was dagegen tun. Ich glaube, die Überlastung bringt uns hier nicht so viel. Vielleicht aber die Granate. Das Aufspalten. Ja, effektiv gegen Barrieren. Genau, das will ich haben. So, und ich wende mal die Schockwelle an. Wobei ich nicht weiß, ob die mir was bringt. Schauen wir einfach mal. Könnte schlimmer sein. Peitsch mal. Okay, wir halten einfach mal mit drauf ein bisschen. Jetzt kann Irene zulegen. Okay. Ich hasse diese Dinger. Hass macht gefährlich. Das sah mir eher nach Angst aus. Also gut, zurück zur Tür. Die scheint echt ein großes Problem mit den Adjutanten zu haben. Hätte ich gar nicht unbedingt gedacht bei ihr, dass sie sich so von Angst lähmen lässt. Okay, die Tür ist nicht gemeint. Na dann, schauen wir mal hier. Ich fürchte, das wird nicht der letzte geblieben sein, der jetzt hier auf uns zukommt. Immerhin haben wir jetzt endlich Licht. Das ist ja schon mal schön. Das macht es doch weitaus komfortabler, sich hier zu bewegen. So, da drüben war der Fahrstuhl, okay? Noch einer. Feuer frei. Wo? Wo? Ach, da drüben. Ach so. Das geht mich doch nichts an. So, Area müsste mal ein bisschen zu lang hier. Das wäre gut. Okay, den haben wir. Zumindest einzeln sind sie erstmal nicht so schlimm. Aber ich könnte mir vorstellen, im Doppelpark Shepard, oder zu dritt mehr Adjutanten. Wird's sehr ungemütlich. Sie dürfen nicht entkommen. Dann schlag zu, Mädel. Schlag zu. So. Okay. Die lassen sich ganz gut in die Knie zwingen, habe ich das Gefühl. So, erstmal bis zur Panzerung runter und dann erledigt das Blutbad den Rest. Haben wir noch einen? Klingt ganz so, ja. Klingt ganz so. Ich weiß bloß nicht wo. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Okay. Versuchen wir es nochmal mit dem Fahrstuhl. Die Mädels haben sich drum gekümmert, dann ist ja gut. Sind halt nicht ganz nutzlos, ne? Man hat sie schon nicht ohne Grund dabei. Gibt's hier oben zufällig Munition für mich? Nee. Na gut, was soll's. Ab in den Fahrstuhl und weiter. In Ordnung. Ab in den Fahrstuhl. Das ist mein Text. Ich verriegel die Tür.
Nur für alle Fälle. Weiter, zu den Minen. Was beschäftigt dich, Marine? Ich denke nach. Der General hat den Bereich abgeriegelt, damit die Adjutanten drin bleiben. Zusammen mit einigen glücklosen Soldaten. Ja. Die Kreaturen haben sie getötet, aber nicht zu weiteren Adjutanten gemacht. Ich weiß nicht. Irgendwas ist komisch. Du hast doch bloß Schiss. Dieser Ort hat einen Rhythmus, Aria. Und Cerberus auch. Wärst du hier draußen gewesen, würdest du es auch spüren. Was immer uns im Weg steht, wir kümmern uns darum. Wir werden sehen, wir werden sehen. Man hört die Bohrer. Verdammt, das muss man vorsichtiger machen. Cerberus muss sie ganz schön antreiben. Na gut, schauen wir mal. Der Zugang zum Reaktor ist irgendwo auf der oberen Ebene. Suchen wir einen Weg darauf. Ich suche noch nach einem Sofa momentan. Ich weiß bloß nicht, wo ich es finden kann. Okay, schauen wir mal. Wäre schön, wenn sie so bauen würden, dass noch nicht alles zusammenstürzt, während wir drin sind. Zero-haltiges Erz, oder was ist das? Wahrscheinlich. So, das nehmen wir natürlich dankend mit. Achso, ich dachte gerade, die kämpfen mit einem Adjutanten zusammen, aber war bloß einer, der gerade ein Schild um sich rum aufgebaut hat. Okay. Jetzt also wieder gegen Cerberus. Das ist ja ganz angenehm, nachdem wir jetzt die Adjutanten hatten. Die sind dann doch eine Spur gefährlicher, als so ein kleiner Sturmsoldat ist. Sprengladungen aktiviert. Näherungssensor. Wo seid ihr denn? Hallo? Ach dort. Ah. Wollt ihr nicht kommen und Hallo sagen, Mensch? So. Das war's dann auch für dich. Der doof, wenn man in die Enge getrieben wird zwischen zwei Fronten, ne? Ach ne, ist ja gut. Ich dachte, Aria wäre hier. Ach so, hier drüben sind sie. Bam! Jemanden erwischt? Natürlich nicht. War ja klar. Verzieh dich. Okay, wenn du das sagst, dann machen wir das. Ich glaube, hier gab es jetzt eh nichts zum Sammeln. Ich habe zumindest nichts gesehen, was wir hätten einstecken können. Nach Terminals müssen wir ja nicht mehr suchen. Oh, was? Wir brauchen einen alternativen Weg darüber. Was machen die denn mit der Anlage hier? Meine Güte. Okay, wir sehen schon, da unten geht es auch irgendwie weiter. Sollten wir vielleicht einfach mal dahin aufbrechen. War jetzt nicht so kompliziert, die Alternativroute zu finden. Aber hey! So, holen wir uns mal noch den kleinen Centurio hier. Hallo! Weg mit dir. Okay. Die werden schon mal aus dem Weg geräumt. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, okay. Alles klar. Anscheinend verläuft es unter dem Fließband. Seid ihr noch beschäftigt? Wollt ihr noch ein bisschen spielen? Oder können wir weitermachen? Ich gehe dann schon mal, ne? Bis bald. Oh, nett. Dankeschön. Schwerer Lauf für die Pistole. Immer gern gesehen. Immer her damit. So, die Medigels stecken wir uns natürlich auch ein, auch wenn wir keine mehr brauchen. Die Mistkerle lassen den Laden zu heiß laufen. In einem Monat ist es über. Das ist mir völlig egal. Okay, erstmal den Kampftechniker weg. Gut. Oh, hi. Das sind ja gar nicht meine. Ich dachte, die gehören zu mir. So, seid ihr dabei? Schön. Okay, können wir ganz gemütlich hier die Steuerung aufmachen. Jetzt stört uns ja keiner mehr. Aber hier unten ist mal wieder natürlich gar nichts. Okay, ich glaube, damit sollten wir die Alternativroute schon abgeschlossen haben. Nach oben. Ja, ist ja gut.
mach ja schon. Nicht in diesem Befehlston, bitte. Ich dachte, im Kampf bin ich der Chef. Hast du das nicht mal erwähnt? Sie sind rübergekommen. Der neue Befehl auf den Rückzug. Das wird euch nicht gelingen. Kann ich euch jetzt schon verraten. So. Ich glaube, er hat sich gerade selbst mit der Handgranate getötet. War ja nicht gerade noch einer? Ach, hier. Na komm. Ich schlag auch gern mehrmals auf dich drauf, wenn du dann endlich irgendwann umfällst. Kein Problem. So, ich werde mal den Freund hier oben besuchen. Dieses Versteckspiel immer, also wirklich. Hat es gerade gepiepst? Können wir hier irgendwas machen? Nee, ne? Na gut. Wer wirft denn hier schon wieder mit Handgranaten? Das ist eine ziemliche Frechheit, muss ich mal so sagen. So, weg mit dir. Verkrümelt euch. Okay, ich glaube, wir haben's. Weiter geht's. Geschafft. Schalter betätigen. Ja, ist ja gut. Ich mache ja schon, Frau General. Sie kennen unser Ziel. Mit Verstärkung ist zu rechnen. Konzentration. Wir müssen den Zugang zum Reaktor finden. Na gut, schauen wir mal. Wir sind alle hier oben in Stellung. Oh, sie warten schon auf uns. Das ist aber schön. Na bonjour. Das ist zu freundlich von euch, dass ihr direkt auf uns wartet, um uns zu begrüßen. Feindliche Position aktualisieren. Kontrollpunkt 247, hören Sie mich? Nein, tut er nicht. Ihm sind die Gehörgänge ein bisschen angeschwollen, nachdem ich draufgehauen habe. Okay, da drüben sieht es auch ziemlich tot aus. In welche Richtung müssen wir denn? Müssen wir jetzt da runter? Dann werde ich erstmal hier drüben kurz schauen. Ich glaube schon, ne? Ja, hier ist auch. Sieht doch, aus, hier ist noch was. Cerberus hier einmarschiert und hätte alle getötet. Okay, sagt man natürlich gerne ein, die neue Waffe. Jetzt zahlen wir es ihnen zurück. Da fühlen sich deine toten Arbeiter bestimmt gleich besser. Genau, hack nochmal richtig drauf. Die muss merken, dass sie den Schuss hat. Gut, ab nach unten. Der Fahrstuhl zum Reaktor ist auf der anderen Seite. Na gut. Warum wundert es mich überhaupt nicht, dass hier noch was zusammenbricht? Vorsicht, der Laden fällt auseinander. Ja, ich merke schon. Mensch, Sherlock, das war ja... Hätte ich nicht gewusst, ohne dass du es gesagt hättest. Seltsam. Okay. Wir werden nicht mehr angegriffen. Ja, wir müssen mit allem rechnen. Hatten die nicht auch den Befehl, sich zurückzuziehen? Gut, mich würde natürlich noch interessieren, wo das Sofa gelandet ist. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich würde es schon gerne mal finden. Das ist auch... Also das nenne ich mal einen Bohrer, ne? Der hat schon vernünftige Ausmaße. Wundert mich nicht, dass das Ding, wenn es zu schnell gedreht wird, hier ordentliche Erschütterungen verursacht. Na gut. Auf nach oben, schauen wir doch einfach mal, was wir oben am Reaktor ausrichten können. Insofern es hier nichts mehr für uns gibt. Nee, sieht nicht so aus. Na dann los. Wenigstens fährt der Fahrstuhl ein bisschen schneller als die anderen drüben. Warum grinst du so, Aria? Wir sind fast da. Wenn die Kraftfelder weg sind, beginnt der eigentliche Krieg. Für einige begann er schon vor Monaten. Das war kein Krieg, Babe. Nur eine Aufwärmung. Oh, Babe. Ja, sie kann schon das Blut auf den Lippen kosten. Sie schmeckt es schon. Sie riecht das Aroma von Tod und Verzweiflung. Und darauf steht Aria doch bestimmt. Wo ist denn? Ach, hier ist der Ausgang. Willkommen am Reaktor. Okay, haben wir hier zufällig ein Sofa irgendwo? Nee, ne? Da ist der Reaktor. Geradeaus. Nein, wirklich? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, wir schauen uns mal kurz hier draußen um. Gibt es hier irgendwas für uns?
Das sieht doch aus wie Müll hier. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Sofa mit dabei, oder? Dass ich jetzt allen Ernstes nach einem Sofa suche, ich fass es nicht. Ja, zumindest ein bisschen Ausrüstung finden wir. Oh shit. Gar nicht gut. Ich gratuliere. Ihr Angriffsplan war tadellos. Offenbar wurden wir erwartet. Eher angelockt. Ich wusste, dass der Reaktor das eigentliche Ziel war. Also gab ich ihnen nur diesen Weg. Tja, wir haben es mit einem guten Strategen zu tun, ne? Schade, dass Sie auf der Seite des Unbekannten sind, Petrovsky. Ich bin auf der Seite der Menschheit. Sie versuchen hier einen Krieg anzuzetteln, zum Ruhm von Arya. Aber das ist vorbei. Es ist erst vorbei, wenn Ihre Verwandten Sie nicht mehr erkennen. Ich mag Ihren Mut, aber Sie sollten erkennen, wann Sie geschlagen sind. Sie wurden neutralisiert und ich kann Sie hier verrotten lassen. Oder Sie geben auf. Niemals. Arya, was haben Sie vor? So werde ich nicht enden. Arya, nicht! Die Alter hat so einen Schuss. Was zum Teufel hat sie bloß vor? Verdammt, Arya, sie zwingen mich dazu. Dann eben auf ihre Art. Max. Na klar doch. Nareen, Max! Los geht's. So, wollen wir da vielleicht mal hier mit einem kleinen Überlastungsangriff eröffnen. Ich schau auch gern so vorbei. Okay, den hätten wir. Wo sind die anderen? Ah, schon drüben. Na gut, während Arya sich austobt, müssen wir wieder die eigentliche Arbeit machen. Die Frau hat so einen Schaden. Na gut, hoffen wir mal, dass es funktioniert, was sie da tut. Wir spielen derweil ein bisschen mit den Max. Das sollte doch möglich sein. Wo sind die denn schon wieder? Ah, hier. Kriegen wir hin. Soll ich dir mal zeigen, wie man richtig schlägt? So geht das. Da leckt gleich das Spiel. Was ist denn hier los? Ich glaube, das sind ein paar Explosionen zu viel für das Spiel. Kann sein, dass ich hier am Einstiegspunkt stehe, dass die alle hier reinkommen? Ich glaube schon, oder? So. Aber kein Ding, kriegen wir hin. Was? So, gehen wir erstmal zu dem hier rüber. Vielleicht ein bisschen günstiger. Okay. Machen wir einen auf Box-Champion hier und knüppeln alles nieder, was uns in den Weg kommt. Solange es nur kleine Max sind, ist alles gut. Die Frage ist, wie lange braucht Arya noch? Was war das denn? So, mein Freund. Na, Arya, wie sieht's aus? Bald mal fertig? Tatsächlich! Versuch macht klug, ne? Okay, zumindest wir sind draußen. Dann sollten wir mal zusehen, dass wir den Reaktor irgendwie ausgeschaltet kriegen. Während die Mädels sich drinnen ein bisschen der Max erwehren müssen, aber das sollten sie doch hinkriegen, oder? Na, kommt schon. Nochmal? Sehr gut. Okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Schauen wir einfach mal, ob wir hier gut sind. Ja, sieht so aus. Keiner da? Gut, wenn sich keiner wehren will, dann machen wir das Scheißding mal aus und fertig ist. Das können Sie nicht tun, Commander. Es geht um mehr als Sie ahnen.
Der Reaktor betreibt Lebenserhaltungssysteme für Dutzende von Bezirken auf der Station. Wenn sie ihn abschalten, sterben Tausende. Hören Sie das, Aria? Ja, und es ist mir egal. Schalten Sie ihn ab! Shepard, nicht! Versuchen Sie, die Energie von den Kraftfeldern wegzuleiten! Nee, ich werde das Ding nicht abschalten. Durchhalten da unten! Das Umleiten der Energie, damit die anderen Systeme in Betrieb bleiben. Sind Sie verrückt? Wir können kaum noch. Nareen, achte auf die Flanke! Für diese Person arbeiten Sie, Shepard. Ihr ist egal, wer dabei verletzt wird. Worauf warten Sie? Überlassen Sie den Reaktor! Sie würde Tausende von Leben einfach wegwerfen. Ich werde nicht drücken. Shepard, Nareen ist getroffen. Ich stabilisiere Sie. Sie können die Energie nicht rechtzeitig umleiten. Überlasten Sie! Jetzt! Das sollte nicht so schwer sein. Vielleicht hält etwas in Ihrem Inneren Sie zurück. Vielleicht denken Sie tief in sich, dass die Galaxie ohne Sie besser dran wäre. Sie wird nie dazulernen, sich nie ändern. Selbst wenn Sie gewinnen, verliert Omega. Nein. Schluss jetzt! Herr Petrovsky, wir haben es hingekriegt. Auch ohne in Panik zu verfallen. Und jetzt kriegt ihr den Zorn des Volkes zu spüren. So sei es. An alle Einheiten, bereit machen zum Angriff. Sprengcrews in Position bringen. Der Kampf hat begonnen. Alles okay? Trotz ihrer Bemühungen, mich zu töten. Das hätte mich beinahe alles gekostet. Sei still, Aria. Es hat geklappt. Shepard hat uns gerettet, ohne Unschuldige zu opfern. Das war gut. Vermutlich. Wie auch immer. Das war ein tapferer Kampf gegen diese Max, Nareen. Beeindruckend. Aber? Warum bist du nicht genauso hart, wenn Adjutanten angreifen? Lächerlich. Du zuckst schon, wenn diese Monstrositäten nur erwähnt werden. Schluss. Sie hat sie gerettet. Ich will ihr nur helfen, Shepard. Liebevolle Strenge. Der Krieg beginnt. Ich werde ihn nicht verpassen. Danke sagen war noch nie ihr Ding. Aber jammern kann sie. Man sollte meinen, Aria hat ein dickeres Fell und würde damit klarkommen.